Gemeinsam schauen wir jetzt noch auf unsere Reise, die wir ja immer quer durchs Land machen. Mit dem Landesschaumobil sind wir gerne dort unterwegs, wo sonst nicht so oft vorbeigeguckt wird. In dem Fall ist es ja Bayernfurt. Jürgen Hörig ist da unterwegs, entdeckt immer wieder Beachtliches und jetzt den Verein Welt der Igel. Und so nah war Jürgen noch nie an einem Igel dran. Ein Herz für Igel, das hat Heidrun Frank. Also man muss halt relativ leise sein, weil Igel sind halt sehr geräuschempfindlich auch. Okay. Ich sehe gar keine. Na, die schlafen alle. Wie, die schlafen Igel alle? Igel sind nachtaktive Tiere. Da schläft er. Ja, der schläft. Der hat schlecht gefressen und der war ziemlich stark verwurmt. Mhm. Und die Folge von diesem Wurmbefall ist eine Lungenentzündung. Also der war sehr krank? Ja. Die sind eigentlich fast alle sehr krank gewesen, die gekommen sind. Und kommt der durch? Ja. Ja, echt? Ja. Boah, toll. Geben Sie denen auch Namen? Nein. Dann fällt es schwer, sie wegzugeben oder halt auszuwildern? Nee, also da habe ich überhaupt gar kein Problem mit dem Weggeben oder Auswildern. Weil ich bin um jeden Igel froh, der gesund ist, nach draußen kommt. Mhm. Weil die Tiere machen unheimlich viel Arbeit. Okay. Wenn sie ganz sehr krank sind, gell, wenn wir sie so kriegen, dann haben sie gar nicht mehr die Kraft dazu, überhaupt ihre Stacheln aufzustellen. Gell? So eine kleine Kugel, das sieht ja aus wie ein Seeigel eigentlich. Oh jo, und da ist er. Ja. Da ist die Nase. Oh Gott, ist der süß. Ja, das ist jetzt im Moment. Darf ich den, oder ist das irgendwie doof, wenn ich den anfasse? Den dürfen Sie ruhig anfassen. Au, das ist ja wirklich. Ja, das ist wie Nadeln. Das ist ja, ich dachte immer, das sei so ein bisschen Folklore, aber wie sind Sie auf den Igel gekommen? Also ja, ich bin auf den Igel gekommen wie jeder, der zum Igel kommt, nämlich vor 10 Jahren eingefunden. Ah. Und dann habe ich gemerkt, ich habe auch versucht, mir Hilfe zu holen und habe gemerkt, da ist echt Bedarf. Und wenn wir den jetzt hier auf die Waage legen, das sieht vom Zustand her eigentlich relativ gut aus, wiegt jetzt 511 Gramm. Ja, atmet halt schwer, das sieht man ja. Ja. Also das hört man jetzt auch ganz deutlich, wenn wir jetzt mal leise sind. Das ist wie so ein Schnarchen, der röchelt, genau. Mein Herz haben die Igel sofort gewonnen. Unterstützt wird Heidrun Frank von Ehemann Markus. Gerade wenn ein Igel stirbt. Dann geht es ihr meistens auch nicht so gut. Dann versuche ich natürlich meine Frau auch zu unterstützen. Also moralisch. Sie leiden mit, okay, ich verstehe. Ja, wir leiden dann immer mit, wenn es dem Igel schlecht geht. Ja, so ungefähr. Naja, aber letztendlich, man hat schon auch eine persönliche Bindung dann zu Igel. Ja, klar. Ja. Wir gehen in den Garten, wo bei den Franks auch alles auf Igel eingestellt ist. So muss eine gute Igelunterkunft für den Winter aussehen. Und das ist eine katzensichere Futterstelle. Clever. Wie war denn der Sommer eigentlich für die Igel? Also der war ja unglaublich heiß und trocken. War gar nicht gut für die Igel, weil es eben auch dadurch noch weniger Insekten gab. Ach so. Die haben wieder weniger gefunden. Und dieses Jahr gab es halt sehr wenig Regen, es war sehr trocken. Mhm. Also hatten sie nicht mal Schnecken zum Fressen. Ihr Verein Welt der Igel hilft. Heidrun Frank zeigt mir die Foto-Highlights ihrer Igelaufzucht. Sie sehen die Mutter überfahren auf der Straße und die Kleinen liegen im Nest und die fangen dann an, wenn die Mutter nicht zurückkommt, fangen die an, durch die Gegend zu robben. Und piepsen. Passiert oft, oder? Ja, also man sagt ja, so viel ich weiß, dass fast 1 Million Igel überfahren werden im Jahr. Hier in Deutschland. Deswegen stehen sie ja auch unter den bedrohten Arten. Ja, das sind dann so handaufgezogene. Das sieht aus wie ein Eichhörnchen irgendwie aus. Und also die können ja gucken. Ja. Dann, die haben richtige Fingernägel. Ja. Gott, sind die süß. Morgen geht's bei uns um einen Super-Christbaum, der in Hattenhofen geklaut wurde. 1800 Euro war der Wert, sollte eigentlich nach London verkauft werden. Jetzt bei SWR Aktuell geht's um bessere Computer und schnelleres Internet für die Schulen. Und die Frage, sind die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich qualifiziert dafür? Tschüss, bis morgen.